Und willkommen zurück bei The Witcher 2. Ich bin Auken und wir finden mal raus, wie alles mit Tails begann. Wäre Tails nicht gewesen, wären wir vielleicht gemeinsam eingetroffen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte recht. Schön. Seine Majestät Foltest, König von Temerien. Arthur Tails, der frühere Grafen Eswelt. Ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Ja, aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Wo sind Anaïs und Bussy? Frag dir nach den Königskindern. Strapazier meine Geduld nicht, Tails. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod. Gesteht es, Foltest. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Bussy und Anaïs sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen. Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tails, aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mit Hilfe von Schargen, Hexen und Wechselbalgmutanten, denen gar nichts heilig ist. Dies ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, ich habe keinen Gott. Ich bin mein eigener. Aber haben wir leider nicht zur Auswahl die Möglichkeit. Deswegen... Wo habt ihr die Kinder versteckt? In der Einsiedelei. Sie sind in der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung! Hokus Pokus! Ja, ich... Dem Geistlichen wurde kein Haar gekrümmt. Nur der kleine Adlige hat eins aufs Dach gekriegt. So ist der Wolf satt und das Schäfchen noch heil. Dreimal verflucht. Bei einer Erstürmung kann alles Mögliche schiefgehen. Aber dieser Drache bringt das Fass noch zum Überlaufen. Was war denn gerade mit Axi fehlgeschlagen da? Ich kraft das nicht ganz... Es ist schon übergelaufen. Übergelaufen? Wir flehen Schutz vor allem Übel. Verdammt nochmal, unerhört! Würden Sie das auch hier tun? Geralt, du kennst einem dich heiligen doch aus. Ort? Kann man so einen Drachen zählen? Du nicht. Davon hätte ich noch nie gehört. Wieso frisst er dann ausschließlich meine Leute? Hoffentlich ist es Marigold gelungen, sich zu teleportieren. Ganz bestimmt. Nun ja, wenn nicht, muss er... Der Drache ist zurück! Jetzt ein kleines Quicktime-Event. Wahnsinn. Ich kann nicht weiter! Aha, falsche Richtung! Ich lauf doch schon! Aha! Wow! Hilfe! Fuck it! Dem Drachen ist nichts heilig in dieser Mauer. Ah, meine Klinge! Mein Schwert! Ich sollte mein Schwert gebrechen, die Sau! Wieder hast du mir das Leben gerettet. Hä? Du kannst mich bitten, worum du willst, Hexer. Natürlich in vernünftigen Grenzen. Ich verlasse euren Hof, Majestät. Und ich möchte Triss Marigold mit mir nehmen, wenn sie will. Sicher will sie. Bist du denn blind? Sie ist dir doch mit Haut und Haaren verfallen. Ihr dürft gehen. Keiner wird euch aufhalten. Du hast mein Wort darauf. Dankeschön. Wer kommt da? Foltest. Ich hole meine Kinder. Geralt, warte hier. Du könntest sie erschrecken. Ah, den Göttern sei Dank. Meine Gebete wurden erhört.
Geh, Büssi. Das ist nicht mein Vater. Aber dein König, mein Junge. Glocken. Ihr Triumph ist vollkommen. Die Stadt und die Festung sind gefallen. Ihr solltet dem Urvater und der Mutterschöpferin für diesen großen Sieg danken. Warte, blinder Mann. Ich habe meine Kinder ein halbes Jahr nicht gesehen. Die Götter können ruhig noch etwas warten. Hört mir zu. Eure Mutter und ich haben uns gezankt, aber das ist vorbei. Sie wurde getäuscht. Böse Menschen haben sie gegen mich aufgebracht. Diese Menschen sind bestraft worden und jetzt wird alles wieder gut werden. Nicht weinen, Büssi. Eines Tages wirst du König sein. Und Könige weinen nicht. Es kommen Bewaffnete, Majestät. Kinder, ins Refektorium. Meine Ritter sind gleich hier. Ihr sollt sie kennenlernen, denn einst werdet ihr sie befehligen. Büssi, wasch dein Gesicht. Man darf nicht sehen, dass du geweint hast. Im anderen Zimmer steht ein Wassereimer. Anais, hilf deinem Bruder. König, das Gebet. Sie sollen aussehen wie die Königskinder, die sie sind. Sie haben eure Augen, König. Wieso wusste ich, dass der nicht gut ist? Jetzt sehr schnell sein. Sehr schnell.
Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Voltest hat viel von dir erzählt. Ohne ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Voltest hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan, habe ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Worin besteht dein Dienst, Vernon? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Ja, dann überleg doch mal. Lass mich gehen und ich kann dir helfen, den Mörder zu finden. Wie steht es in Temerien? Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber, der Wein geht aus und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja, aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravell und Baron Kimbold. Die balgen sich jetzt schon um die Burg La Valette. Voltests Bankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben ein Anrecht auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Also es steht nicht gut um das Königreich. Was ist, wenn jemand für mich bürgt? Hast du einen Zeugen? Ich dachte an Triss. Tja, wenn sie nicht deine Gespielin wäre, aber das ist ja allgemein gut. Was ist mit ihr geschehen? Sie ist unversehrt. Soweit ich weiß, wurde sie zur Sitzung des Regentenrats gerufen. Gut, sie lebt. Na dann? Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ja, wir würden den Mörder suchen, klar. Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorvets Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Bring was zu trinken. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit.
Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr, darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Gerald von Riva. Über Foltests Tod? Eher über Geralds Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Gerald von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Gerald und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Wes! Verhör beendet. Fessle ihn. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Iss. Kannst es brauchen. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder, ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern pfiff sein Schwert so schnell, ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Foltests Tod erteilen. An so einem Scheißhaufen macht man sich doch nur die Hände schmutzig. Das und also eigentlich, wie wir uns befreien, sehen wir in der nächsten Folge. Ah, Alter, ich kann mich nicht aufhören zu spielen. Das ist echt geil gemacht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe langsam irgendwie Hunger. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!